schönen guten Tag zu diesem neuen Infovideo. Ja, es ist mal wieder soweit. 3 Monate sind mittlerweile rum und ich will euch mal wieder auf den aktuellen Stand bringen. Was so den Kanal angeht, was sich so etabliert hat und was weg kann im Grunde genommen. Und am Ende soll es dann nochmal um einen kleinen Rausschmeißer gehen, der euch hoffentlich nicht aus den Latschen haut. Aber ich glaube, das wird ein sehr spannendes Thema auf dem Kanal. Und zwischendurch reden wir nochmal über die Videos, die demnächst so kommen werden. Als allererstes möchte ich nochmal auf das letzte Infovideo eingehen. Da habe ich ja gesagt, dass es die große Nerd-News einmal die Woche geben wird und die Short-News immer mal zwischendurch. Und das hat sich auch soweit ganz gut etabliert. Das wurde auch gut angenommen von euch. Das Problem ist halt bloß, YouTube hat mal wieder an was geschraubt an seinen Algorithmen und das ist dieses Mal die sogenannte Quality Watch Time. Wer jetzt noch nicht mitbekommen hat, was das ist, ich habe tatsächlich auch erst vor kurzem davon gehört und habe mich jetzt damit mal so ein bisschen auseinandergesetzt. Die Quality Watch Time spricht eigentlich für Inhalte, die auf YouTube publiziert werden, die im Grunde genommen dem Creator, dem Werbetreibenden, also das heißt Coca-Cola, Nintendo, Microsoft oder Sony und natürlich auch dem Zuschauer qualitative Videos rüberbringen können. Das will YouTube wieder mal mit einem Algorithmus analysieren und dann im Grunde genommen diese Videos höher ranken. Das, was erstmal sehr gut klingt, weil man denkt sich so, naja, so richtige ekelhafte Videos, von denen ich jetzt nicht genau reden will, werden damit ja so ein bisschen, naja, von der Plattform verbannt, weil es sich nicht mehr so wirklich lohnt. Das also, was erstmal gut klingt, ist auf den zweiten Blick leider nicht mehr so toll, denn die Quality Watch Time ist auch so gestrickt, dass man im Grunde genommen jetzt noch viel mehr Wert auf die Watchtime legt. Also YouTube war schon immer so gesteuert. Ein Video, was die Zuschauer länger auf der Plattform hält, also nicht prozentual gesehen, sondern wirklich von der Minutenanzahl, die sie auf der Plattform verbringen, wird öfter angezeigt bei anderen Kanälen oder öfter vorgeschlagen bei anderen Kanälen als ein Video, was die Leute halt nicht so lange auf der Plattform bindet. Das heißt jetzt, für mich, wenn ich eine Nerd-News mache, sagen wir einfach mal, einfaches Rechenbeispiel, die geht jetzt 10 Minuten. Das heißt, in diesen 10 Minuten kann ich oder Google, je nachdem, mehr Werbung schalten und die Leute bleiben im Grunde genommen auch länger an den Bildschirmen kleben. Das sind 2 Vorteile, die YouTube für sich verbuchen will und damit wird das Video besser gerankt. Das heißt, selbst wenn man von diesen 10 Minuten nur 40% Watchtime hat, sind das immerhin 4 Minuten, die der User auf dieser Plattform verbringt. Plus die extra Werbung, die da eventuell noch geschaltet werden kann. Dann gibt es allerdings die Short News, die geht manchmal nur 2 Minuten und damit wird der ganze Kanal gleich runtergerankt. Und das hat sich vor allem die letzten Monate bei mir bemerkbar gemacht. Also Abo-Zuwachs ist momentan nicht vorhanden. Die Zuschauerzahlen bleiben immer relativ konstant, immer so zwischen 15, 20 und 30.000 Aufrufe. Und ja, das habe ich vor ein paar Monaten auch noch nicht so einzuschätzen gewusst. Das heißt einfach für mich, ich muss was ändern. Aber ich will nicht an den Short News was ändern, weil ich finde, die Short News sind immer noch wichtig. Die Frage ist nur, was kann man da machen? Sollte man so eine Sachen wie das Hardware-Format jetzt wirklich mal ernsthaft betreiben oder vielleicht sogar das Retro-Format wieder einführen, was leider nicht so gut angenommen wurde? Leider muss ich da die Frage an euch weitergeben, was hat euch an den Leuten, die den Daumen runtergeben? Und ich möchte jetzt nicht hören, Retro gefällt mir halt nicht so, sondern ich möchte jetzt konstruktive Sachen wissen, wie zum Beispiel, was war an dieser Retro-News falsch? War es vielleicht falsch, die als News zu deklarieren? Sollte es eher eine Rückschau sein? Das würde mich mal sehr interessieren. Vielleicht kann ich ja das ein oder andere da noch ändern. Jedenfalls sollte es regelmäßig, und das ist so der zweite Punkt, den ich für mich einsehen musste, diese Uploads irgendwann mitten in der Nacht, die bringen einfach nichts, weil die erste Stunde werden die Videos über YouTube halt viel mehr vorgeschlagen als später dann. Vielleicht bringt es irgendwas, dass ich dann regelmäßig zumindest 2-mal die Woche ein längeres Video bringe und da ist natürlich eure Meinung gefragt, was ihr da für das bessere Format haltet. Oder
vielleicht sogar beide Videos. Das wird dann aber langsam schwierig vom Zeitmanagement. Denn schließlich streame ich ja auch noch dreimal die Woche und mache noch den Podcast. Und das sind einfach 7 Tage die Woche, wo man abends zumindest, beziehungsweise auf den Nachmittag bis zum Abend, voll ausgelastet ist. Aber soweit, so gut. Das ist momentan ein riesen Hin und Her. 2020 geht es hoffentlich dann los mit den neuen Konsolen. Dann wird es auch nochmal wesentlich voller hier auf dem Kanal vom Video-Stuff her, weil da wird es jeden Tag irgendwas Neues geben, gehe ich mal fast von davon aus. Und ja, aber das nächste Thema soll die Videoreihe sein, die jetzt demnächst kommt. Und da möchte ich euch gleich vorwarnen, denn die hat nicht wirklich was mit Gaming zu tun, sondern eher was mit dem Faktor, dass ich für mich selbst rausgefunden habe, gerade die letzten Monate war ich sehr viel am Nachdenken, dass ich vieles schleifen lassen habe. Es ist ja so, wenn man viel zu tun hat oder so, dann legt man irgendwann andere Sachen ab, damit man wieder ein bisschen mehr Freiraum hat für die Sachen, die gerade anfallen. Kleinigkeiten erledigt man sofort, das ist alles super, ist alles schön, aber alles andere bleibt dann doch irgendwie auf der Strecke. Und das geht mir mit meinem Gewicht so. Ich habe im Jahre 2014, klar, man war auch noch ein bisschen jünger, aber trotzdem sind es gerade mal 6 Jahre, habe ich 85 Kilo gewogen und heute wiege ich 113 Kilo. Und ich muss gleich dazu sagen, ich gehe ja trotzdem regelmäßig zum Sport. Es ist ja nicht so, dass ich gar nichts mache, sonst wäre ich wahrscheinlich mittlerweile wieder bei meinem alten Gewicht, weil ich hatte ja mal 140 Kilo. Aber trotzdem macht es mir halt langsam Angst. Und da wird es demnächst eine kleine Videoreihe geben, die wird genau mit dem Thema starten. Wie ändere ich mein Leben? Oder beziehungsweise ich ändere mein Leben. Denn Call from 4930. Und da geht es im Grunde genommen im Speziellen auch am Ende darum, dass ich natürlich vielleicht den einen oder anderen von euch mitnehmen will auf diese Reise, denn ich werde mein Sportpensum wieder erhöhen. Ich mache mittlerweile nur noch 3-mal die Woche Sport, aber es soll wieder mehr werden. Also ich weiß, zu der Zeit 2014 habe ich bis zu 5-mal die Woche Sport gemacht. Das war sehr zeitintensiv, aber genau das will ich ändern. Und ich weiß, viele sagen jetzt von euch auch, ja, das ist doch Ernährung, 70% Ernährung, 30% Training. Und ich weiß das, das ist mir durchaus bewusst, denn ich habe erstmal 12 Wochen Low Carb gemacht und da hat sich gar nichts bewegt, woraufhin ich dann zum Arzt gegangen bin und mir meine Blutwerte mal untersuchen lassen habe und die sind die eines 20-Jährigen, sagt er zumindest. Also das könnte man an die Wand kleben als perfektes Beispiel, wo ich dann dachte, aha, okay. Und danach habe ich es mit dem Intervallfasten probiert. Also das heißt, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden darf ich essen. Und das hat auch erstmal so 4 Kilo runtergebracht. Das war schon mal ganz cool, aber dann ging es auch irgendwie nicht weiter. Und das ist auch nicht irgendwie so ein Plateau, was jetzt seit ein paar Wochen ist, sondern das geht jetzt schon sicherlich 2,5 Monate so, dass sich nichts mehr bewegt. Und dann habe ich halt für mich rausgefunden, es kann eigentlich nur noch der Sport sein. Das zweite Thema dieser Videoreihe wird folgendes sein, und zwar fliege ich morgen in die Türkei. Und vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen schon, ja, es geht um meine Haare. Um die da. Also, naja, Haare, wenn man das noch so nennen kann. Denn ich lasse in Zusammenarbeit mit Elite Hair Transplant, das ist da so ein großer Anbieter in der Türkei, meine Haare transplantieren. Das ist jetzt nicht, wie die meisten denken, was? Nimmst du von irgendjemand anderen die Haare und lässt dir die oben einsetzen? Nein, also das sind die Eigenhaare, die werden hier hinten rausgenommen aus dem Nacken und oben wieder eingepflanzt. Und das finde ich eigentlich immer noch die beste Lösung, weil diese ganzen Shampoos und hast du nicht gesehen, das ist alles Humbug. Also das braucht mir auch keiner erzählen. Man gibt einen Haufen Geld dafür aus und im Endeffekt hilft es leider gar nichts. Und ich überlege schon seit einigen Jahren, sogar schon bevor ich mit YouTube angefangen habe, ob ich das machen will. Und die sind jetzt auf mich zugekommen. Und ganz ehrlich, da habe ich dann gesagt, da gibt es gar keinen Ausweg für mich. Also das mache ich auf jeden Fall.
Und da wird es dann auch das erste Mal so einen kleinen Vlog hier auf meinem Kanal geben und mit allen Infos. Ich versuche so viel wie möglich für euch rauszufinden, wie das so abläuft, wie sich anfühlt. Und Zwischenstandsvideos zum Sport und zu den Haaren wird es dann immer auf den Zweitkanal geben. Nur die Hauptvideos, also zum Beispiel, wie sehen die Haare nach 3 Monaten aus oder nach einem halben Jahr, den Zwischenstand wird es dann hier auf dem Kanal geben. Das dritte werden meine Zähne sein, denn ich habe eine Zahnarztphobie und die macht sich leider langsam bemerkbar. Ich war vor 1,5 Jahren beim Zahnarzt und musste mir auch einiges bohren lassen und so. Und das ist immer wieder eine krasse Überwindung für mich, aber ich muss es wirklich langsam eindeutig machen und ich muss mich wirklich daran halten. Leider war es bei dem Zahnarzt oder der Zahnärzte so, dass man irgendwann den Eindruck hatte, die wollte einen nur das Geld aus der Tasche ziehen. Ja, hier noch bessere Füllungen und dies und das und jenes. Und ja, war ich irgendwann nicht mehr so der Freund von. Aber jetzt habe ich jemanden gefunden und das geht dann auch bald los. Und das vierte Thema ist meine Organisation. Denn das ist das wichtigste Thema, wenn ich in Zukunft wieder längere Videos bringen will oder mehr längere Videos, nebenbei noch streame und nebenbei noch den Podcast mache. Dann arbeite ich nämlich effektiv 7 Tage die Woche. Da muss ich auch eine ganze Menge machen, weil ich habe immer so gedacht, ja komm, Selbstständigkeit, machst du mal, wie es so fällt. Ne? Machst du mal, ist alles kein Ding. Jetzt muss ich aber und da wird noch einiges zukommen. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht tot aus dem Stuhl gefallen. Das ist mir auch irgendwie eine Überwindung, das so preiszugeben, aber es ist ja sowieso eine Kooperation und das Video wäre so oder so gekommen. Aber ich möchte da wieder transparent zu euch sein. Und ich bin auch ganz ehrlich, das hat am Ende gerade mit den Haaren nichts irgendwie mit Eitelkeit zu tun. Vielleicht doch ein bisschen mit Eitelkeit zu tun. Aber ich habe mir extra von dem lieben... jetzt fällt mir der Name nicht ein. Moment. Ich gucke auf Instagram. Die wissen nämlich schon Bescheid davon. Von dem lieben Pascal, genau. Grüße gehen raus. Der hat mir nämlich auf Twitter auf meine Nachfrage hin so ein schönes Bild gemacht, was ihr jetzt auch auf dem Thumbnail findet. Und ich bin einfach kein Glatzenträger. Muss ich einfach für mich feststellen. Und deswegen versuche ich das jetzt noch ein bisschen über die Runden zu retten, sagen wir es mal so. Gut, also, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns bald, denke ich, wieder. Dankeschön und bis zum nächsten Video und ciao.